Jo Leute, was geht ab? Hier ist Aki am Start, aka der Bartmann. Willkommen zu meiner nächsten Bartanalyse. Es haben mir richtig viele geschrieben, dass ich eine Bartanalyse über Ömsen machen soll. Ich muss sagen, ich feiere die Videos von Ömsen und mache das natürlich sehr, sehr gerne für euch. Ach ja, es gibt jetzt jeden Donnerstag Bartanalysen auf meinem Kanal und montags sind es Random-Videos. Also montags wird das Thema spontan entschieden oder ihr könnt mitentscheiden. Also, wenn du jetzt eine coole Idee hast, dann schreib es jetzt unten in die Kommentare. Und natürlich, wenn du kein weiteres Video mehr verpassen willst, dann abonnierst du jetzt meinen Kanal. Kommen wir zu Ömsen. Ömsen hat vor 7 Jahren angefangen, Videos zu drehen und sah da noch so aus. Man sieht, dass er da schon Bart getragen hat, aber einen spitz zulaufenden Kinnbart und einen getrimmten Mustache bzw. Schnurrbart. Ein Jahr später sieht man ihn mit einem sogenannten 10-Tage-Bart. Ich kann mir vorstellen, dass bei Ömsen diese Länge nicht mal 10 Tage gedauert hat. Man sieht nämlich, er hat einen richtig starken Bartwuchs. Die Konturen sind mega, mega hoch bei ihm, deswegen perfekte Voraussetzungen, um bei ihm Konturen zu setzen. Man sieht hier auch, dass er seinen Schnurrbart schmal rasiert hat. Also ich hätte die Kontur am Hals ein bisschen weiter hochgesetzt, aber es kann auch sein, dass er da nicht so viel Wert drauf gelegt hat. Das Problem ist, wenn man einen richtig starken Bartwuchs hat, dann muss man alle 2-3 Tage die Konturen rasieren und irgendwann mal ist man natürlich faul und lässt es dann auch sein. Wieder ein Jahr später trägt Ömsen einen ganz anderen Bart. Übrigens, diesen Style nennt man Short Boxed Beard. Da finde ich, sieht er aus mit diesem Bartstyle wie so ein Italiener oder Mexikaner, oder? Aber steht ihm auf jeden Fall gut. Das könntest du auf jeden Fall nochmal probieren. Im gleichen Jahr noch lässt er den Short Box Beard auswachsen. Also den Style von den Koteletten übers Kinn lässt er auswachsen und rasiert seinen Schnurrbart nicht mehr schmal. Und immer noch im gleichen Jahr trimmt Ömsen wieder seinen Bart auf 2-3 mm runter. Seine Halskontur ist mega weit nach unten gesetzt, aber richtig stabiler Bartwuchs, Digga. Was ist das für ein Bartwuchs? Richtig krass. Aber 2 Jahre später entscheidet sich Ömsen für einen Vollbart, den er spitz nach unten wachsen lässt. Dadurch, dass Ömsen eine runde Gesichtsform hat, passt dieser Bartstyle am besten zu ihm und lässt sein Gesicht etwas kantiger wirken. Dann sieht man ihn mit einem kürzeren getrimmten Vollbart. Der geht aber auch wieder spitz nach unten und das ist mein Favorite Beard Style, den mag ich am meisten. 2015 ist sein Bart schon viel länger und verläuft aber immer noch spitz. Ich finde aber für diesen Bartstyle, wo der Bart spitz nach vorne verläuft, die Länge etwas zu lang. Aber dann trägt er diesen Bartstyle immer mal länger, mal kürzer, mal länger, mal kürzer. Ich kann mir auch bei ihm vorstellen, dass der getrimmte Bart, wenn er ihn mal kürzer trägt, nicht lange dauert, bis er wieder lang ist. Das heißt, man müsste alle 2-3 Wochen eigentlich zum Barbier und wieder trimmen lassen oder es natürlich selber machen durch meine Videos. Da gibt es ja viele Tutorials dazu. Vor 2 Monaten hat Ömsen ein Video hochgeladen, wo man den längsten Bart an ihm sieht, den man je gesehen hat an ihm, seit er Videos macht. In dem Video sagt er auch, dass er keinen Bock mehr auf die Länge hat und ihn auch gar nicht pflegt und so, außer waschen. Ich muss mir den Bart hier ein bisschen stutzen lassen, der ist sehr lang geworden. Meine Mutter beschwert sich immer, wenn ich dusche und dann mein Gesicht abtrockne und mein Bart trocken machen muss, liegen überall Haare. Und das sehen aus wie vom Schuster. Kennt ihr die Spinne Schuster? Diese Beine, die man früher, als man klein war, man die Beine abgerissen hat. Ne? Macht man jetzt nicht mehr. Und das sieht halt so aus wie die Beine vom Schuster. Und meine Mutter kriegt ein bisschen Angst und mich regt das auch auf. Es sieht so ein bisschen ungepflegt aus. Und ich bin immer so ein Typ, ich habe keinen Bock, ich glätte nicht meinen Bart. Wasch den nur und das war's. Ich kann Ömsen auf jeden Fall verstehen, weil ein Bart in dieser Länge braucht auf jeden Fall richtig viel Pflege, Leute. Meinen habe ich auch deswegen getrimmt und wie ihr sehen könnt, war mein Bart auch schon viel länger. Aber die Länge, die ich jetzt habe, will ich auf jeden Fall behalten und will ihn nicht noch länger wachsen lassen. Was sagt ihr? Schreibt mal Hashtag Bart so lassen oder Hashtag Bart länger in die Kommentare. Ich bin mal gespannt, was ihr so sagt. In diesem Video von Ömsen lässt er seinen Bart auf 1 cm runter trimmen. Was aber auch nicht schlecht aussieht, lässt ihn auf jeden Fall viel fresher aussehen als davor. Ich persönlich finde aber seinen Bart hier am besten. Wie gesagt, es passt sehr, sehr gut zu seiner Gesichtsform. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass er seinen Bart auf jeden Fall sehr, sehr schnell wieder wachsen lässt, wenn man sich so den Verlauf seines Bartes in den letzten Jahren anschaut. Aber auf jeden Fall, Thumbs up von mir für Ömsen und seinen Bart. Top! Schau dir hier oben auch mal meine anderen Bartanalysen an. Wer soll als nächstes unter meine Lupe genommen werden? Schreib das mal in die Kommentare. Abonnier meinen Kanal, damit du kein weiteres Video mehr verpasst.
Und gib mir natürlich einen Daumen hoch, wenn du weitere Bartanalysen haben möchtest. Also Leute, schreibt euch ins Kalender jeden Donnerstag und Montag ein Video. Und wenn was dazwischen kommt, dann kommt es zufällig. Aber Montag und Donnerstag ist safe, Leute. In den Kalender schreiben, Bartmann gucken auf YouTube. Und auf geht's, Leute. Ich bin raus. Peace out, euer Bartmann.